total verrückt, wenn ich sehe, was er alles gesammelt hat und was ihn umgibt. Und außerdem ist das ein Pfundskerl. Warum ist das ein Pfundskerl? Ja, man hat so Eindrücke. Was sind denn, wenn man jetzt, kommen am Ende des Jahres zurück, wenn Sie mal rückblickend auf das Jahr sagen würden, viele Leute sagen, das sind meine guten Vorsätze. Was wären Ihre guten Vorsätze fürs Jahr 2003? Ich habe nur zwei Vorsätze. Der eine ist, gesund zu bleiben. Und der zweite ist, so schnell wie möglich geschieden zu sein. Und dann eine neue Ehe? Ja, ich weiß es nicht, ob die Frau, die ich liebe, mich heiraten will. Überlegen wir noch. Überlegen wir noch. Ja. Naja, also gut. Das sind die Vorsätze. Gesund bleiben. Gesund bleiben ist wichtiger. Was tun Sie für die Gesundheit momentan? Nein, nur ganz viel Obst und Vitamine. Ich gehe spazieren. Ab und zu kriege ich ihn auch aufs Fahrrad. Da dran bin. Dann hat doch eigentlich ein Sportmuffel. Nee, ich war ein großer Sportler. Aber das ist ja schon eine Zeit her. Ich war ein sehr guter Sportler. Ich war sowohl Hallensportler als auch Läufer und Weitspringer. Und ich war für 14, 15 Jahre sehr gut. Nur ein Thema zurückgekommen mit Ihrer Scheidung. Mit Ihrer ehemaligen oder fast Ex-Ehefrau Yvonne. Was über, gibt's da momentan? Darüber rede ich überhaupt nicht. Da gibt es keinen Kommentar. Das haben alle Zeitungen genug geschrieben, aber nicht die Wahrheit. Was wäre denn die Wahrheit? Nee, sage ich nicht. Okay. Gut. Thema ist heute nicht. Ich würde gerne von Frau Scholz noch kurz ein bisschen den Eindruck von dir mal über Michael. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr zusammen machen. Irgendwie noch mal darüber unterhalten, vielleicht was das Schönste war in der Wohnung ist. Ja, nicht nur die Wohnung, auch was Michael betrifft. Letztendlich geht es um seine Person, nicht nur um die Bude. Ja. Also, der Michael, man sagt ja vielleicht, ist wahrscheinlich durch die Bildzeitung gekommen, sagt er mir, ein Kitschmillionär. Blödsinn. Also aber ein ganz normaler Mensch, der nur sehr, ein sehr liebenswerter liebe Gewohnheiten hat. Und das ist sehr interessant. Außerdem ist er ein bisschen auffälliger als die anderen. Und er kann sich natürlich auch Dinge leisten, die sich nicht jeder leisten kann. Deswegen sammelt er wahrscheinlich Orgeln, bestellt mal eben gerade 5 oder 6, weil er sich das leisten kann, das ist sein Hobby. Er spielt aber auch drauf und er kann es auch. Und er ist ein herzensguter Mensch. Und weder arrogant, noch hat er Allüren oder... Also, es gibt viele, die sagen, so oberflächlich lachen. Das ist völlig normal. Ja, normal, verrückt. Was du. Aber wer will schon normal sein? Wer will schon ganz normal sein? Er ist eben ein bisschen verrückt. Das ist schön. War denn der erste Eindruck gestern, als Sie ihn gesehen super. Haben? Super, ganz toll. Also er hat uns sofort gefallen. Er hat uns sofort gefallen, weil er geradeaus ist, guckt einem ins Gesicht, lacht, ist stinknormal. Wenn Sie heute Abend nach Berlin fliegen, zurückfliegen, was denken Sie, wird Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben sein? Ja, ich werde ihn gleich mal anrufen, dass wir gut angekommen sind. Mal sagen, dass wir ihn vermissen. Meinen Sie, werden Sie sich nochmal treffen? Bestimmt. Bestimmt. Ganz bestimmt. Das weiß ich jetzt schon. Das wusste ich schon nach 10 Minuten. Ich glaube sogar sehr öfter. Was wussten Sie nach 10 Minuten? Das wäre ihn öfter sehen. Vom Gefühl her. Er war ein Draht irgendwie. Auch zu seiner Lebensgefährtin, die er jetzt heiraten möchte. Nee, das ist alles sehr schön. Und so eine Wohnung, die Wohnung ist der absolute Hammer. Wie man so schön sagt. Ja. Turbo, Oberaffengeil. Oder so ein neues Wort. Aber was er hat hier... Könnten Sie sich vorstellen, sich so ähnlich einzurichten? Nein. 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 Jederzeit herkommen, aber nein. Ich würde dich keinen Durchblick mehr haben. Er soll schon bei seinem Unikat bleiben. Das macht ihn aus. Nicht. Er ist die Wohnung. Also die Wohnung ist er. Das ist, kann man nicht trennen. Also gibt es gar nichts, was Sie so von der Einrichtung her... Ist alles witzig, toll. Und er hat ja von allem gleich nicht ein Stück, sondern da liegen Handys. 20, 25, 30. Und Orgel, weiß ich nicht, hat er... Hunderte? Das ist Wahnsinn. Eine Videothek dort, wie mit Tausenden sind das? Also ich kann es gar nicht sehen. Er hat das schon. Super. Einfach perfekt. Okay.
ich würde mich gerne nochmal bedanken, Herr Kamera, für die Einladung. Das würde ich gerne machen. Kannst du ein bisschen mehr auf die Ecke setzen, ja? Wollt du dich hier setzen? Ja, ist okay. Okay, wir laufen. Michael Leiter, wir haben Herrn Russo zu sich in die Wohnung eingeladen. Wie ist das Ganze denn zustande gekommen und wie hatten Sie die Idee? Ich habe Frau Scholz und Herrn Russo in meine Wohnung eingeladen, sind also heute meine Gäste. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich eben aus der Presse erfahren habe, dass Herr Russo vielleicht momentan ein bisschen Schwierigkeiten hat. Und ich mir gesagt habe, bevor ich mir irgendwelchen Unnutz kaufe zu Weihnachten, ich habe im Prinzip alles, ich bin wunschlos glücklich, sage ich, mache ich jetzt lieber dem anderen eine Freude. Das glaube ich nicht falsch. Und da habe ich Herrn Russo oder vielmehr Herrn Russo ein, weil ich ihn eben ja mehr wie 20 Jahre ja schon leider nur aus dem Fernsehen kenne, aus den Serien, aus den Filmen, Verfilmungen. Und habe ich gesagt, ich möchte eigentlich nicht, dass es so einem Mann schlecht geht. Das hat er nun wirklich nicht verdient. Egal aus welchen Gründen da irgendwas vielleicht passiert sein mag. Das geht mir überhaupt nichts an. Aber ich wollte einfach nicht, dass es dem mal schlecht geht. Und habe gesagt, Mensch, jetzt machst du mal anderen eine Freude. Ich habe mir in meinem Leben so viele Freuden selbst beschert. Jetzt wird es mal auch Zeit, auf einen anderen zu denken. Was ist denn das Schönste bis jetzt an diesem Zusammentreffen für Sie und wie haben Sie Herrn Russo kennengelernt und Frau Scholz? Ich habe Frau Scholz und Herr Russo kennengelernt gestern, das erste Mal, und bin über die Natürlichkeit überrascht. Also auch hier möchte ich sagen, gar keinerlei Allüren. Das ist also ein Superstar, ein deutscher Superstar, der wirklich mich wohl so akzeptiert mit meinem mehr oder weniger großen Tick, wie ich bin. Weil ich natürlich solche Menschen mit dem höchsten Respekt auch behandle, das erfährt mir auch, und ich bin ja hoffentlich kein Spinner, nur weil ich jetzt eben etwas extravagant mich kleide oder eine Wohnung habe, die nicht immer der deutschen Norm entspricht, wie man ja so schön sagt, und die eben sich hervorhebt. Und das hat Herr Russo auch und Frau Scholz akzeptiert und sagen, wir finden das witzig und das gefällt mir. Das Filmarchiv zeugt ja auch von einem gewissen Interesse an dem Medium Kino und Film und Fernsehen. Und ich glaube, dass gerade Herr Russo auch gemerkt hat, dass ich da das eine oder andere durchaus weiß, was vielleicht nicht unbedingt ein 37-Jähriger aus dem Stand weiß. Was für Sachen sind das? Ja, viele. Aus dem Filmbereich eben. Ich kenne mich im Film, das ist ja mein Hobby. Film. Und auch die Musik. Und ich muss also auch feststellen, dass der Herr Russo sehr, sehr, sehr gut Klavier und Orgel spielen kann. Das wusste ich nicht, bin ich überrascht. Denn das, denke ich, hat schon Konzertqualitäten, was ich gehört habe. Und ich finde auch die Stimme von Herrn Russo interessant. Vielleicht gibt es ja da mal die Möglichkeit, eine CD zu produzieren mit entsprechenden Liedern, die hier passen würden, weil also da ist nicht nur schauspielerisches Talent da, sondern auch musikalische Begabung da. Das merkt man. Also ich merke es, weil ich schon sehr lange Musik mache. Also gibt es da vielleicht noch demnächst andere Zusammentreffen? Also an mir, ich würde beide gerne wiedersehen. Ich hoffe viele. Ob in Bochum, aber auch natürlich gerne in Berlin, wobei Berlin natürlich auch recht interessant ist. War noch nicht so oft in Berlin. Aber da werden wir uns nächstes Jahr zusammen telefonieren und wenn es die Zeit erlaubt meiner Gäste heute, dann komme ich auch gerne nach Berlin oder vielleicht mal Starlight Express in Bochum, dann ist Herr Scholz und Frau Scholz und Herr Russo dann wieder bei mir zu Gast, wenn Sie möchten. Ja, wir möchten. Ja, okay. Mhm. Vielleicht sagen wir es nochmal, dann ist es nochmal mit auf der Kamera, wie es den letzten Tag auch wir möchten. Auch wir möchten. Gerne so. Marc, brauchen wir noch was Spitz? Lass mal ausprobieren. Bitte, läuft. Viele Grüße und frohes Fest. Dankeschön. Alles Liebe. Gehen wir so weiter. Dankeschön.